So. Na, ich glaube, die Warteschlangen sind total lang. Ach, mal. Na 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 na. Hallo, hier ist die Telefonseelsorge. Wir spielen Funky Music, um euch den Hintern einzuheizen. Guten Tag, mein Name ist Katja Gernkamp. Wie kann ich Ihnen bitte weiterhelfen? Hallo? Hallo? Sind Sie der Computerladen? Ja, worum geht es denn bitte? Ich habe ein Problem. Immer wenn ich meinen PC hochfahre, dann kommt da so ein Bild und da steht irgendwann mit PWND. Ich kann das nicht aussprechen. Also PWND. Da bitte ich Sie, sich einmal an die technische Hotline zu wenden. Ich gebe Ihnen einmal die Telefonnummer dafür. Okay. Das ist die 01805. Okay. 11. Okay. 51. Okay. 52. Okay. Und wenn Sie diese Telefonnummer gewählt haben, dann bitte die 1 drücken und dann kommen Sie an die Technik, dort wird Ihnen dann weitergeholfen. Okay, danke. Gerne, tschüss. Tschüss. Na, verdammt. Das war krass. Aber hast du aufgenommen? Ja, hab ich aufgenommen. Das musst du hochladen. Ja, lade ich mal einfach hoch. Part 1. Aber das war witzig, aber die Nummer hab ich mir nicht aufgeschrieben. Was hätte ich auch nicht aufgeschrieben? Das war keine 0800. Aber das funktioniert, siehst du? Ist und ja ich habe die nicht verärgert. Und ich habe die nicht verärgert. Na, warum nicht? Ja, nicht verärgern, sondern ein bisschen triezen hier. Kannst du doch ruhig. Ja, hier das mit dem PWND, ne? Elterntelefon. Cool. Ey, du hörst dich so erwachsen an. Mach Elterntelefon. Elterntelefon? Moment. Elterntelefon, ja. Okay? Ich habe mich gerade mal auf beschäftigt gemacht. Also ein Skype. Elterntelefon. Was soll das sein? Sag. Mein Sohn, der hört einfach nicht auf zu masturbieren. Okay. Mach du sowas ruhig. Okay. Nee, mach du ruhig. Ich bin nicht versucht. Nee, ich mach so eine Scheiße. Also nicht heute. Heute habe ich noch keine Lust. Ich will meinen Namen nicht in den Dreck ziehen. Ja. Ich rufe bei Douglas an. Douglas, ja, ihr... Ja, ich riech nach Fisch. Was kann man dagegen tun? Ey, guten Tag, ich riech vollkommen nach Fisch. Ich hab da gestern jemanden kennengelernt und mit dem... Herzlich willkommen im Douglas.de Service Center. Ja. Guten Tag, ich spreche mit Eva-Maria Lisbeth. Hallo, bin ich hier bei Douglas? Ja. Ich hab ein kleines Problem. Ich stinke nach... Ich konnte nicht... Frisch musste ich ja, man muss das nicht so. Das war, glaube ich. Ich stinke nach. Bin ich dabei, Douglas? Hallo, ich stinke nach Fisch. Das hast du aber nicht aufgenommen, ne? Doch, natürlich. Okay, dann kann man anrufen. Bitte? Komm, wir rufen das Deutsche Rote Kreuz an und dann ist. Ja, was? Mein Schwanz ist gebrochen! Krieg ich einen Gips? Nee, kriegst du nicht. Kannst du dran mit Klebeband rumspielen? Okay, mal gucken. D wie einfach. Nee, E wie einfach. Ja. E wie einfach. Was ist nochmal E wie einfach? E wie einfach. Okay, Kotterkonsors? Nö. Was war das nochmal? Ach, keine Ahnung. Irgendwas mit Autos. Glaube ich. Kotterkonsors war, glaube ich, eine Versicherung oder sowas. Oder eine Bank? Ach, das ist schlecht. So eine billige Firma. Mein Name. Ja, kommen wir mal beim Taxi an. Guten Tag, ich hab so eine komische Stimme. Und danach machen sich immer mein drüber lustig. Ah, nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Nee, lieber nicht. Okay, wir rufen nochmal bei der anderen Nummer von Telefonseelsorger an, okay? Und? Die andere Nummer? rufst du da gerade an?
Na toll. Kleinen Moment. Ein technisches Problem haben wir gerade. Das war Fehler. Da hast du einfach aufgelegt oder was? Nee, das ist, weil ich glaube, die Nummer ist irgendwie geschützt. Hm. Ach, keine Ahnung. Ja, ich dachte schon, was ist jetzt los? Ich hab dann gesagt, tut mir leid, ja, wir haben ein technisches Problem. Ja. Komm, mal gucken. Motorola. Motorola. Ja, da kann ich auch mal anrufen. Ich habe da ein Problem nämlich mit meinem Motorola. Alten Motorola, keine Ahnung, was das für eins ist. Ja, weil da Mini-USB ist irgendwie im Arsch. Der klebt nicht mehr gut in der Ritze. Nee, das Mini-USB-Ding, das geht nicht mehr. Da, ne? Okay, aber du redest, okay? Nee. Das ist die Nummer hier. Warte, Calphones. Nummer. So, du redest. Was war das jetzt? Keine Verbindung unter dieser Telefonnummer. Keine Verbindung Lutsch unter dieser Telefonnummer. Lutsch mir die leckere Arschbacke, du Schweine. Lutsch mir die Klöte, du Knecht. Slashborn. Okay, nimmst du noch immer auf oder wie nimmst du auf? Ich nehme einfach die ganze Zeit auf. Aber schneidest du das nicht? Nö. Sex. Keine Lust. Keine Lust. Keine Lust. Ey, du redest einfach wie ein Opa und sagst, mein Neffe ist ein Hurensohn. Nein, das muss ich rausschneiden. So, lass dir was aus. Deck dir was aus. Ich mach mein Mikrofon auf Stumm. Wen rufst du denn gerade an? Ich weiß gar nicht, wen anrufst. Elterntelefon. Elterntelefon? Nein. 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 Ja, schade, geht wohl nicht. Oh, der musste raus hier, der war feucht. Oh, das tut mir echt leid. Oh, der musste auch raus. Oh, das tut mir echt leid. Okay, rufen wir mal bei der Versandsapotheke an. Ey, was für ein Mittel ist denn gegen Steifen? Ja, Hämorrhoiden. Ich frag mal, was man gegen Hämorrhoiden tun kann. Weiß ich nicht. Hämorrhoiden-Hotline anrufen. Nee, das ist gut. Oh, ich bin mir noch gerade auf. Ups. Ich werf hier gerade. Apotheke, pass auf. Soll ich oder sollst du? Du. Ja, ich, ja. Diese Schwänze sind nicht da. Na okay. Toll, grad wo es spannend wird. Apotheke, Adler Apotheke. Okay. Let's go! Ruf es an. Yeah, Mama. Yo, Mama. Ja. Er kriegst du fast ein, ey. Adler Apotheke Spencer, guten Tag. Ja, guten Tag. Und zwar, ich habe da so ein Problem. Und zwar habe ich Hämorrhoiden und können Sie mir da irgendwas empfehlen? Ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Mittel, die das lokal betäuben, ja, dass der Schmerz weg ist. Und dann gibt es noch Hamamelis-Präparate, die auch so was gegen die Entzündung arbeiten. Ja, weil die aber so stark stehen wie jetzt diese anderen Präparate. Ja, manchmal blutet das echt stark und das ist echt unangenehm und irgendwie möchte ich das dann also auch. Also dann würde ich auf jeden Fall schon mal jetzt was drauf tun, was das lokal ein bisschen betäubt und dann auf jeden Fall zum Arzt gehen, ne? Ja, vor allen Dingen brennt das dann auch ziemlich stark, wenn ich dann auch mit meinem Freund Verkehr haben möchte. Ja, das ist dann Ihre Entscheidung. Ja, also einmal diese lokal betäubende Creme. Ja? Ja. Die haben wir auch da. Wie heißt die Creme? Das ist die Posteresan Akutsalbe. Mhm, okay. Ja, die werde ich dann wahrscheinlich bei meinem Apotheker kaufen. Bis dann. Tschüss.
Okay, danke. Tschüss. Hey, cool. Hast halt aufgenommen? Natürlich. Okay. Dann tu das auf YouTube, wenn ich mit meinem Freund Verkehr haben möchte. Ich hab gedacht, irgendwas musst du noch bringen oder so. Der hatte dann auch erst mal so, ja, das ist dann ihre Entscheidung. Lass da mehrere davon machen. Das ist jetzt der erste Teil und dann machst du Volume 1. Ja, das wird Volume 1. Ich mach dann jetzt mal einen Cut. Ne? Yeah.